Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge WoW Free-to-Play. Wir versuchen jetzt mal so eine Gruppe Freihafen 10 bis 50, das müsste jetzt eigentlich was anderes sein. Als diese, ja, Start-Dungeon-Instanz-Dingens mit den Ogern. Und ja, gucken wir mal, ob das was ist. Was, 600 Meter? Warum zum Teufel sind die Quests so weit weg? What the hell? Warum bin ich überhaupt vom... Achso, weil ich das aufgesammelt habe, ja. Die Quest gibt aber gleich noch 200 EP, ne? Auftrag ist Auftrag, Kumpel. 900. Wenn ihr noch was zu erledigen habt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid, an Bord zu gehen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Wait. Okay. Ja, wenn das alles bereit zur Abgabe ist, geben wir das alles noch schnell ab, würde ich sagen. Wäre nice, wenn wir noch Ding bekommen würden. In der Zeit. Oh, oh mein Gott, tut das weh, daran vorbeizulaufen. Die Erinnerungen. Die Erinnerungen. Loot. Ja, okay, man kann es in dem Gebiet quasi weiterquesten, oder man sagt, nö, Mann, ich mache einen Abgang. I see. Ja, gut, ist ja im Endeffekt egal. Alter, was sind das für kranke Questbelohnungen, ey? Das ist wirklich abnormal. Für das Level vor allem. Das ist wirklich krank. Und was zum Teufel ist das? Zerrit Knabberer. Ja, moin. Cooles Gebiet, muss ich aber sagen. Finde ich richtig nice hier. Taugt mal. Das taugt mal. Die Ausrüstung von dem Dude drin. Ich habe kein Ziel. Ich kann das nicht angreifen. Alright. Passt. Naja, so ist gut. Bautechniker an Alena gefunden, Sprengstoff ist gerne in Bremen gefunden. Die Waffe ist ja die Minenarbeiterin. Er fängt jetzt der Rombron. Hier stöhnt doch noch irgendwo eine. Aber oben. Wie komme ich da hoch? Aua. Hey. Geralt. Aua! Ich kann das nicht angreifen. Ich brauche ein Ziel. Junge, wie viel von den Viechern waren bitte hinter mir? Genau. Oh, komme ich da hoch? Wahrscheinlich schon. Ja doch. Ist sogar so intended. Servus. Lol.
erstmal ein bisschen Dynamit gönnen. Warum loot ich den denn nicht? Ah, habe ich. Wow. Fetter Double Missklick. Da, oh, da ist noch eine Chest. Diese kleinen Schatztruhen. Ah, wo? Direkt vor mir. Naja. Oh no. Oh. Nee. Okay, bin ich jetzt retarded? Jetzt stehe ich quasi genau auf der Position. Aber ich war doch oben. Ah. Okay. Ich. Nee. Hier, genau hier. Huh. Okay, ich bin actually retarded, anscheinend. Ich check's grad gar nicht. Ah, egal. RIP. Die hätte ich mir gerne geholt. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Friss den One-Shot. Kaboom. So, zack. Was soll ich mit der Dungeon-Suche? Läuft das noch? Ja. Wow. Keine einzige Person gefunden, RIP. Das ist natürlich nicht gut. Ich habe kein Ziel. Sprecht mit Finn, ist nicht die Quest. Ne, wir müssen den Typen töten. Ah, der ist hier unter uns wahrscheinlich. Ah, da ist auch die Kiste. Oh mein Gott, no way. Da ist auch die Kiste hier unten. Ich war doch nicht dumm. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bräuchte 1000 Angriffstempo oder Tempo einfach auf dem Jäger. Das wäre nice. Was ist das eigentlich? Oh. Oh. Ich habe kein Ziel. I see. Fuck. Boah. Jetzt hätte ich meine Chest bekommen hier. Verdient. Oh man. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ist wie so eine Six Ultimate. Ja, ich habe gerade eine League of Legends Reference gemacht. Ich bin auch nicht stolz drauf, aber wir müssen jetzt einfach so tun, als hätte ich es nicht getan und damit leben, okay? I'm out of here, guys. See you. See you later. Ein paar neue Items. Yes. Yes. Boah, Alter, die Items, wie viel die einfach wert sind. Das ist halt ridiculous. Wie ich mich abmühen musste für ein paar Goldstücke. Wow. Okay, wir haben hier eine Quest zum Abgeben.
Da hinten haben wir noch mehr. Das ist das Einzige, was mich immer stört, dass man nur so 1000 Quests zeitgleich annehmen kann. Natürlich zwingt dich keiner, sie anzunehmen. Du kannst auch eine nach der anderen annehmen, aber... Und wenn man in einem Gebiet ist, dann sind sie ja meistens an nebeneinander. Das wäre sinnlos, dann zweimal zu laufen. Aber hat immer das Gefühl, man wieder irgendwie was verpassen oder vergessen. So, dann machen wir jetzt die hier. Oh, ich fürchte, das sollte ich lieber hier hochlaufen. Servus. Ist es schon wieder Bergbau? Oh mein Gott. Ich wäre reich. Ich wäre einfach steinreich. Auf dem Charakter. Ich hätte mir einfach 30 Tage Game Time kaufen können. Von dem Bergbau-Loot. Ich wäre einfach reich. Nur ein Spaß, aber triggert schon ein bisschen. Wobei ich ja mal gucken kann, ob in welchem Level so eine Spitzhacke ist oder Bergbau. Ups. My bad. Damn, das sieht auch mega nice aus. Übel. Auch wenn die Berge so ein bisschen aussehen wie... Ich sag's dir besser nicht. Die Stadt war auch mal sicherer. Was verschafft mir die Ehre? Abwarten und Tee trinken. Wie viele Quests gibt's denn hier? Jesus Christ. Gibt's hier was mit Bergbau? Eher nicht, weil es hier Jäger sind, ne? Na. No. Okay, was machen wir zuerst? Robustige Stach. Naja, gut, okay. Robustige wahrscheinlich. Einfach abschlachten. Und dann gucken, was übrig bleibt. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ausgelöste Bärenfalle, ah ja. Das ist halt legit außerhalb von dem Gebiet. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hat es gerade ein Item gedroppt, das einfach ein Goldstück wert war? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ist hier die Inflation happening oder was? Schon wieder. Tatsächlich. 2 Stück, 2 Gold 60. Ich pack's nicht. Ich habe kein Ziel. Ah, Mist, bin ja die Kräuterkunde. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Monströse Grizzlies gehäutet. Oh, ich muss die häuten, wenn ich sie kille. Ich brauche ein Ziel. Oh. Wow. So viel dazu. Oh mein Gott, ich habe eigentlich den Ding gemacht.
Dreier-Skill. Machst du jetzt zwei auf einmal? Nein. Ich brauche ein Ziel. Das sieht ganz schön pervers aus, TBH. Ich hasse es, wenn es noch so lange nachglitzert, obwohl du die Items schon aufgehoben hast. I don't like that. Oh, schon wieder vergessen. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Kurzzeitgedächtnis vom Allerfeinsten. So. Jeweils eins noch. Na gut, von mir aus auch zwei. Nehmt es auch mit euch einen auf einmal auf, wenn es wirklich sein muss. Oh, by the way, ist mein Jagdhund draufgegangen. RIP. Was heißt das jetzt? Ich habe kein Ziel. Wait, kann ich nicht meinen anderen Begleiter holen? What? Wieso geht das nicht? Aber weil ich wahrscheinlich im Kampf bin. Das ist noch nicht bereit. So. Ach, der liegt da jetzt, lol. Ah. Let's go. So, dann machen wir die Elite-Quest mit dem Frostwolf. Oder Frostklaue, whatever. Oh. He looks huge. Ah, da meint, es ist kein Wolf. Oh shit, ich hätte nicht reinlaufen sollen. Mann, jetzt nervt mich dieser monströse Christy, das kann jetzt nicht sein. Halte durch, Jagdhund. Na, Jagdhund ist gleich wieder dead. Jetzt. Komm schon. Wenn man den einfach immer wieder wiederbeleben kann. Was ist dann der Nachteil davon, dass er stirbt? Pech. Okay, wir haben noch eine Quest, glaube ich. Ne, noch zwei. Falkeneier brauchen wir noch. Und was ist das hier? Stachel... Rattenschwänze brauche ich dafür. Naja. Da sind sie. Ich habe kein Ziel. Ah.
Ich kann das nicht angreifen. So. Oh. Hoppla. One-Shot? Ah. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Wait, es hat kein einziges Item gedroppt, das ich brauche. RIP. Aua. Schmerzt das nach. Attacke! Buschige Schwänze gesammelt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die vom Waschbären sind. Waschbären haben nämlich buschige Schwänze. Nope. Jo, wahrscheinlich. Ja, man hat die Einladung ab. Alter, wer lehnt denn bitte die scheiß Einladung ab, nachdem man 20 Minuten lang... Ich brauche ein Ziel. Da war halt irgendjemand komplett lost. Wieder mal vergessen, beim League of Legends spielen, dass er noch WoW offen hatte wahrscheinlich. Entschuldigung. War nicht das so gemeint. Ist zu weit entfernt. Alter, wie man hier looten kann, ey. Kräuterkunde, Bergbau, was geht ab? Ich weiß es nicht, woher ich die buschigen Schwänze bekomme. Safe nicht von den Stachelratten. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber da stand nur was von Stachelratten im Text drin. Die einzigen, die hier buschige Schwänze haben, sind diese dämlichen Waschbären. Oh, jetzt habe ich einen bekommen, da. Alter, frisst der gerade einen... Holy shit. Das ist ja mega real. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Ah, no, nicht schon wieder. Alter, ich werde ein verdammter Millionär. Ein verdammter Millionär, ich sag's so. Das wäre halt legit krank, wenn man sich 30 Tage Game Time an einem Wochenende, wenn es free to play ist, erzockt. Das wäre abartig. Aber das wäre legit geisteskrank. Da müsstest du halt durchsuchten, wie sonst was. Ah, möglich wäre es wahrscheinlich. So, was fehlt denn uns noch? Ah, uns fehlen immer noch ein Falkenei. Servus. Ich brauche eine gute deutsche Falke. Eine Perle der Natur. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was ist denn das eigentlich für ein Zeichen hier? Ist das... Achso, das ist mein Jagdhund. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Ach, der ist schon wieder tot. Oh, ups. vielleicht sollte man mir keine Tiere geben. Fühlt man sich ganz kurz wie ein Hexenmeister. Let's go. Nicht, dass ich wüsste, wie sie ein Hexenmeister fühlt, aber so sieht es zumindest aus. So, 5 Quests. Also, wenn das jetzt nicht für Level 16 langt, dann weiß ich auch nicht. Ne, war nur ein Scherz. Soll ich nicht mal ansatzweise für Level 16. Probably. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Aber es muss. Ja, ich habe immer 200 Jahre alte antike Sachen. Bringt der Wind Neuigkeiten? Haltet ihr euch warm? Shit. Jetzt hätte ich noch mein Level abholen können. Freihafen, let's go. Haben wir einen Tank? Wann? Ah ja, er ist der Tank.
Oh, mein erstes Mal mit einem Jäger, Baby. Oh, ich glaube, das war nicht klug, oder? Nehmt euch in Acht da unten, landliebendes Pack! Hat er mich gerade vollgekotzt? Unser Tank ist Half-Life. Geht mal irgendwas. Unser Tank ist gleich down. Wahrscheinlich sollte man, wenn die wirklich alle einfach vom Tank gepult werden, einfach mit dem gezielten Schuss einen Gegner nach dem anderen platt machen. Ach du Heilige. Kritische Trefferrate. Nee, da steht was ganz anderes. Kritische Treffer eurer Spezialangriffe lassen das Ziel bluten und fügen ihm zusätzlich im Verlauf von 6 Sekunden 50%. Okay. Stangenangriff feuert ein Projektil ab, das euer Ziel vergiftet und sofort 16 Naturschaden sind wir zusehen im Verlauf von 8 Sekunden und 3 Naturschaden. Die Vögel beschwört einen Krähenschwarm, der Ziel 15 Sekunden angreift, nur 22 Sekunden. Das Ziel währenddessen stirbt, wird die Abwehrzeit und die Vögel sofort abgeschlossen. Wow, ich nehme die Vögel. Oh, kann ich nicht. Nice. Also immer einfach auf Low-Life-Gegner benutzen. Und GG. Das kostet auch Fokus. Ja, das ist sau nice, Mann. Was werden die Abklingzeit überhaupt? Eine Minute. Krass. Ich glaube, es war nicht die richtige Wahl. Kann man das nochmal neu machen? Egal. Ah, stimmt, ich habe jetzt das Addon wieder nicht mehr, ne? Rip. Ich glaube, der stirbt aber nicht. Oh oh. Jupp, die Fähigkeit ist auf Cooldown. Hat leider nicht gereicht. Ich habe kein Ziel. Ja, oder doch, es hat gereicht. Not really, but gut, das dachte ich mir fast, dass der immun ist gegen die Eiskältefalle, aber man kann es ja mal probieren, right? Immer right. Kill ihn. Snipe die Sau weg. Nice. Alter, 8 Gold? Ich pack's nicht. Vor allem mein Inventory. Ich muss hier 50 Gold oder so dabei haben.
Das ist einfach nur crazy. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Gut, dass die Leute den Dungeon offensichtlich kennen. Sieht auch richtig geil aus. Sieht richtig... Ahoi! Ihr seht wie echte Piraten aus. Anders als der Abschaum, der sich hier sonst rumtreibt. Wenn ihr die Weltmeere unsicher machen wollt, solltet ihr den Kapitänsrat treffen. Dabei kann ich helfen. Aber zuerst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Dieses Schloss will sich einfach nicht knacken lassen. Dieser Köter hat den Schlüssel. Aber er entwischt mir immer wieder. Also, wie sieht's aus? Ihr wisst schon. Eine Hand wäscht die andere. RIP. Dann sieht man auch, wie lange die Krähen noch halten. Oder die Vögel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das ist eine Lüge. Ganz schön dreiste, wenn ich das mal so sagen darf. Komm schon, Kating. Na, das hat nicht gereicht. Oh doch, es hat gereicht. Charakter braucht ganz schön viele Ziele. Nice. It's all one. Ah, ihr habt's geschafft. Ich wusste, dieser Kleffer würde uns helfen. Ich wusste, der beste Freund des Menschen. Und hier das offizielle Ornat der Schwertwasserkorsaren. Wie versprochen. Jetzt seht ihr aus wie anständige Kriminelle. Ich brauche ein Ziel. War mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich mich jetzt davon, bevor mich noch jemand vermisst. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe
mit dem Dreier-Skin nicht während der Bewegung machen kann, ist echt blöd. Weil ich bin es vom Furorkrieger echt gewohnt, dass man die ganze Zeit einfach moven kann. Während man sich bewegt. Eure Schädel geben ideale Zielscheiben ab. Lassen wir den Star sprechen. Zapfenstreich! Okay, die fokussen was anderes. Oh, den kill ich. Nein, das ist meine Keine. Meine letzte Runde. Alter, 5 Gold. Na gut, okay, das ist nicht so heftig. Trotzdem. Oh, hoppla. RIP. Ich glaube, der hätte nicht kommen dürfen, oder? Ich kann das nicht angreifen. Kranke Effekte, wenn der Typ down geht. Ja, böse und zieht anscheinend wie Agro. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Echt anstrengend. Also diese Dungeons sind schon... Ich freue mich aber ehrlich gesagt erwartet, dass der viel schneller geht, weil es so ein Low-Dungeon ist. Aber es hat 10 bis 15, ne? Low ist da relativ. Teenage Mutant Ninja Turtles. Aufwachen, Bodin! Wir sind dran! Na los! Macht schon! Macht euer Ding! Autsch! Okay, okay! Heute in der Arena ein Kampf, der seinesgleichen sucht. In der einen Ecke geheimnisvoll, gemeingefährlich und etwas heruntergekommen. Eine Bande dahergelaufener Seeräuber. Und in der anderen Ecke der Überragende, der Unglaubliche, der Unübertroffene. Moment, was? Ist das euer Ernst? Ein eingefettetes Schwein? Ich bekomme den Eindruck, hier sind Amateure am Werk. Also gut, schnappt euch das Schweinchen und ihr habt gewonnen. Als ob. Nicht dein Ernst.
Fuck. Ah, sie haben's, nice. Schau einer an, sie haben ein Schwein gefangen. Vielleicht kommt jetzt mal eine echte Herausforderung. Aus der Kanalisation von Freihafen kommt ein Tortolaner, an dem sich so mancher Gegner schon die Zähne ausgebissen hat. Der gepanzerte Gladiator, der schildbewehrte Schläger, der zäheste Brocken diesseits von Kalimdor, Ludwig. Ludwig. Du hattest auf den Nachnamen gewartet. Ludwig. Oh, Alter, Mario Kart? Ja, Copyright Infringement am Poppen. Nope. Rip. Komm schon. Ach, come on. Okay, ist das Gekacke, wenn du immer unterbrochen wirst. Auch wenn ich mich zweimal selbst unterbrochen habe. Weil mein Jagdhund ist ja schon wieder lange tot. No, wie lange ist denn der schon tot? Die Seeräuber sind nicht unterzukriegen. Aber wird ihnen das etwas nutzen? Denn ihr nächster Gegner ist der Inbegriff roher Gewalt. Ah, okay, es geht auch hier. Nice. Der bei den Fischen schläft, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vollstrecker vom Freihafen. Der Virtuose der fliegenden Fäuste. Trotak, der Heidrescher. Was ist ein scheiß Problem mit Haien, Alter? Das sind davon aussterben bedrohte Art. Aber Oger sind das wahrscheinlich auch. Lol. Ein Sägezahnhai. Okay, vielleicht soll ich dir mal helfen. Ah, kann man gar nicht, ne? Moment. Alter, wie soll das nicht funktionieren? Was ist denn bitte der... Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wait, irgendwas hat sich geändert in meiner Leiste. Dieser erschütternde Schuss ist plötzlich da. Nee, der hat ein anderes Symbol. Safe geändert. Das hat sich safe geändert. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das Symbol sah vorher anders aus, mit der Bewegungsgeschwindigkeit verringern. Ich wollte schon sagen, ja, was geht denn jetzt ab? Nee, jetzt komplett bescheuert. Schade, wäre cool, wenn wir die Gegner da hätte runterstoßen können. Ups.
Alter, das sieht nice aus. Ihr denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen, Konaille? Gestattet mir, euch das Gegenteil zu beweisen. Hauptsache, er hat einen fetten Akzent, Dialekt. Boah, der geht aber ganz schnell down. Es hat irgendwie deutlich weniger Erfahrung gegeben, als ich dachte. Das hat doch nicht mal ansatzweise ein Level gegeben. What? Damn. Das war der Dungeon, oder? Jetzt kann man rausgehen. Ja. Naja, nicht aus dem Dungeon teleportieren. Okay, ich muss zugeben, für die Zeit, die wir in dem Dungeon verbracht haben, war das jetzt ganz schön schwach. Erfahrungstechnisch. Niemals die Segel streichen. Alright. Na gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Ciao, ciao.